Von Wildeshausen geht es nach Weihe bei Bremen. Dort haben sich am Wochenende harte Jungs in quietschengen Outfits ordentlich vermöbelt. Aber keine Angst, das Ganze sieht zwar ganz schön brutal und halsbrecherisch aus, beim Extrem-Wrestling ist aber vieles nur Show. Meinem Kollegen Alexander von Tomberg ist beim Zusehen trotzdem ganz schön mulmig geworden. Ein Gentleman-Kampf sieht anders aus. Beim Gipfeltreffen des Westside Extreme Wrestling ist der Streetfight das Highlight. Die Kontrahenten Absolute Andy und Carsten Beck. Sie verbindet nur eins, keine Gnade. Absolute Andy heißt eigentlich Andreas Ullmann. Vom Beruf ist er Versicherungsmakler. Das Wrestling ist für den 31-Jährigen aber die wahre Berufung. Man geht mit einem Mega-Ego in die Arbeitswoche, in die normale Schulwoche, was es alles gab früher. Weil es ist einfach eine andere Welt, wenn man in den Ring geht und die Leute schauen einen an, man ist der Mittelpunkt und kommt dann in ein normales Leben wieder. Das sind zwei so unterschiedliche Welten. Wer es nicht probiert hat, der kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen. Die beiden Erzfeinde haben noch eine Rechnung offen. Alles ist so gut wie erlaubt, auch wenn es brutal aussieht. Es ist nur eine Show. Profi Absolute Andy ist in seinem Element. Ich habe Taekwondo lang gemacht, über 16, 17 Jahre. Ich habe ein paar Käfigkämpfe gemacht und bin schon immer schon gern Kampfsport gemacht. Und dass halt hier der Show-Aspekt noch mit dabei ist, ja, ist halt eine coole Sache. Zum dritten Mal kämpfen die Fighter in Weihe bei Bremen. Mit dem Streetfight und auch dem Vier-Nationen-Turnier will der Veranstalter an alte Zeiten anknüpfen. Bremen hat eine große Catch-Tradition in der Stadthalle früher. Die großen Events zu Zeiten von Otto Wanz. Und dann ist es ein bisschen ruhiger geworden mit Wrestling. Aber wir bringen Wrestling zurück dahin, wo er hingehört, nämlich in die Herzen der Leute. Das klappt hier in Weihe ganz besonders gut. Der Wrestling-Abend ist ein voller Erfolg. Über 400 Besucher fiebern mit ihren Idolen mit. Geile Stimmung, geile Wrestler, alles super. Tut einen selber weh. Schon allein, wie die mit dem Arsch darauf klatschen. Ich finde das toll. Und ich sage auch immer den Leuten, Mensch, ihr müsst euch das mal angucken. Die sagen alle, Wrestling, oh, so ein Quatsch, das will ich gar nicht sehen. Ich sage, ihr müsst euch das mal angucken, macht doch Spaß. Nach einer Dreiviertelstunde dann der Showdown im Streetfight. Andy siegt hochdramatisch, echte Nackenschmerzen inklusive. Und die sind wirklich echt. Wir schauen das mal nach, aber ich glaube jetzt nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Eigentlich möchte ich eigentlich nur ins Bett. Mitte Juni treten und hauen sich die Extremwrestler wieder in Bremen. Dann zur WM im Schwergewicht.